Gerne unterstütze ich diese wichtige und richtige Aktion Stimmen des Nordens gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und ich würde ergänzen Antiziganismus. Als Vorsitzender des Europäischen Zentrums für Antiziganismusforschung und als aktiver Grüner freut mich diese Initiative, denn es muss ein Zeichen gesetzt werden gegen Antiziganismus in unserem Land. Balkanflüchtlinge, die momentan als Armutsflüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge kriminalisiert und verteufelt werden, sind zum Teil Roma. Speziell aus den Ländern Serbien, Mazedonien, Montenegro kommen vermehrt Roma zu uns. Ich möchte Ihnen ein paar Fotos zeigen. Unter diesen Gründen würden wohl auch Sie flüchten, um Ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, ohne die Furcht zu haben, dass Rechtsradikale Nacht für Nacht kommen und Sie vertreiben wollen. Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen gegen Antiziganismus setzen. Schweigen Sie nicht, wenn Roma und Sinti diskriminiert werden in Ihrer Umgebung. Haben Sie keine Furcht vor Roma und Sinti. Gehen Sie auf die Menschen zu, sprechen Sie mit ihnen und Sie werden merken, dass Ihre Vorurteile sich nicht bestätigen. Der Antiziganismus ist ein Quell ewigen Elends für unsere Menschen. Bitte stehen Sie dagegen ein.